In diesem Video zeigen wir euch, wie man aus Euro-Geldscheinen eine 8 falten kann. Wir falten mit einem 10-Euro-Schein, es funktioniert aber auch mit allen anderen Scheinen. Die 8 falten wir in Form von zwei Kreisen. Wir beginnen mit dem kleineren. Wir starten mit der Vorderseite nach oben und falten den Schein waagerecht in der Mitte. Wir klappen den Schein wieder auf und falten anschließend die untere Scheinhälfte an die Mittellinie heran. Das gleiche tun wir für die obere Scheinhälfte, auch diese falten wir an die Mitte heran. Nun falten wir alles noch einmal in der Mitte. Das Ganze sieht nun so aus. Wir drehen den Schein so, dass die geöffnete Seite nach links zeigt. An dieser Stelle, wo das Weiße ins Braune übergeht, knicken wir den oberen Teil nun nach links. Wir klappen den Schein wieder auf und falten das Ganze noch einmal an derselben Faltnaht in die entgegengesetzte Richtung nach hinten. Wir klappen das Ganze noch einmal auf und falten nun einen sogenannten Innenbruch. Wir drehen den Schein ein Stück und messen von der Faltnaht von eben etwa 1 cm ab. Hier falten wir den Schein nun parallel zum kurzen Ende. Und auch hier noch einmal an der gleichen Faltnaht in die entgegengesetzte Richtung. Wir klappen auch hier wieder alles auf und falten noch einmal einen Innenbruch. Wir drehen den Schein wieder weiter und messen noch einmal etwa 1 cm ab. An dieser Stelle falten wir den Schein wieder nach unten. Und noch einmal in die entgegengesetzte Richtung nach hinten, aber an der gleichen Faltnaht. Zum Abschluss folgt hier ein sogenannter Außenbruch. Wir klappen dazu alles wieder auf und falten die Hälften außen an der Naht entlang. Nun sieht das Ganze aus wie eine 9. Zum Abschluss falten wir dieses Stück hier so, dass das Ganze einen kleineren Kreis ergibt. Die Spitze, die hier übersteht, die verstecken wir nun in diese kleine Tasche. Das erste Stück der 8 ist damit fertig. Es folgt nun der große Teil. Wir beginnen wieder damit, den Schein mit der Vorderseite nach oben waagerecht in der Mitte zu falten. Wir klappen den Schein wieder auf und falten die untere Kante an die Mittellinie heran. Das gleiche tun wir mit der oberen Kante, auch diese falten wir an die Mitte heran. Nun falten wir das Ganze noch einmal waagerecht in der Mitte. Diese offene Seite legen wir uns nun nach links.
An dem Wechsel vom weißen zum braunen hier messen wir nun etwa 1 cm ab und falten das Ganze nach links. An der gleichen Faltnaht knicken wir das Ganze auch noch einmal nach hinten. Wir klappen das Ganze wieder auf und falten an dieser Stelle einen Innenbruch. Das Ganze sieht nun so aus. Wir drehen uns den Geldschein und messen wieder etwa 1,5 cm ab und knicken an dieser Stelle das lange Ende parallel zum kurzen nach unten. Auch hier falten wir noch einmal in die entgegengesetzte Richtung nach hinten. Nun das Ganze wieder etwas aufklappen und an dieser Faltnaht einen Innenbruch falten. Damit wir das nachher einfacher wegstecken können, falten wir diese beiden Außenkanten nun nach innen. Nun kommt der letzte Teil des Bogens. Wir messen wieder etwa 1,5 cm ab und falten das lange Ende erneut nach unten. Das Ganze noch einmal nach hinten. Nun klappen wir wieder alles auf und falten an dieser Stelle einen Außenbruch. Das, was hier nun noch übersteht, klappen wir nach hinten. Für den besseren Halt fixieren wir das Ganze nun noch mit Klebeband. Nun nehmen wir uns den zweiten Teil der 8 noch mit dazu und kleben diese beiden Teile nun auch noch zusammen. Fertig ist die 8. Passend dazu findet ihr auf unserer Webseite noch die anderen Zahlen und viele weitere Geschenkideen.